Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Rallye. Einsatzstichwort: Gefahrguteinsatz. Einsatzort: an der Bergstraße 1. KDOB 1 rückt zum Einsatzort aus. Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 17 Feuerwehr. Ihr habt es soeben gerade vielleicht gehört, wir haben einen erneuten Einsatz, nämlich einen Gefahrenguteinsatz. Ich rücke mit dem KDOB 1 aus und begib mich jetzt zur Einsatzstelle. KDOB 1 am Einsatzort eingetroffen. So, dann gucke ich mir mal das Geschehen an und hole dann zugleich das nächste Fahrzeug. Ein LKW-Fahrer ist aus bisher noch ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und ist mit seinem LKW auf einem Berg gerast und befindet sich jetzt in einer ungünstigen Position. Unsere Aufgabe steht jetzt darin, falls vorhanden, die Chemikalien zu bergen, also zu entfernen natürlich, und den Fahrer zu versorgen mit einem RTW natürlich und diesen LKW mit diesem Anhänger zu beseitigen. Das nächste Fahrzeug, das jetzt ausrücken wird, ist unser HLF1. Was brauche ich dann noch für Fahrzeuge dann? Natürlich einen RW, einen WLF hole ich auch noch dazu und das Löschkrummfahrzeug. Okay, da haben wir wirklich einen Batzen jetzt vor uns, also fast alle Fahrzeuge rücken aus, denn das Video muss ja auch ein bisschen länger werden. So, HLF1 der Freiwilligen Feuerwehr Berlin rückt zum Einsatzort aus. Und wenn man wirklich einen Einsatz bekommt und schon gerade die Freiwillige Feuerwehr Rallye, dann kommt es hart auf hart. Dann geht es richtig zur Sache, wenn denn richtig. Weil jetzt haben wir noch den richtig schlimmsten Fall, einen Chemikalieneinsatz. Wir hoffen mal, dass es nicht allzu dramatisch wird, diese Aktion. Huch, ich muss noch eins weiterfahren. Ich hätte fast die erste Abfahrt genommen. Ich muss ja die zweite hier runter. Tja, macht er jetzt Platz hier? Nein, natürlich nicht. Das ist ja keine Feuerwehrsimulation, das ist ein Landwirtschaftssimulator. Natürlich machen die KI-Teilnehmer dann keinen Platz. HLF1 am Einsatzort eingetroffen. Ich werde mich jetzt mal hüten und nicht zu dicht an das Geschehnis ranfahren. Nicht, dass unsere Kameraden irgendwie noch gefährdet wären. Das wäre jetzt nicht so schön, wenn man jetzt vom Helfer zum Gehilfen wird. Also man sollte denn selber geholfen werden, meinte ich damit. So, die Rätefächer sind jetzt geöffnet und wir kommen gleich zum nächsten Fahrzeug. Das nächste Fahrzeug, das jetzt ausrückt, ist der Rüstwagen 1 der Freiwilligen Feuerwehr Rally. RW1 zurück zum Einsatzort aus. Ja, und das Wetter, das schwankt jetzt auch schon ganz schön hin und her. Jetzt regnet es, es pieselt, nieselt, so wie in der letzten Folge auch schon. Das gibt's ja gar nicht. Und richtig dichter Nebel kommt jetzt. Man sieht vor glatte Aufregung die Hand nicht mehr vor den Augen. Das ist schon krass gerade zur Zeit. Die Jahreszeit macht uns wirklich einen Strich durch die Rechnung. Gerade wenn man jetzt solche Art von Einsatz hat, wird das schon sehr, sehr kompliziert, diese Arbeit. Denn wenn man nichts richtig sieht, muss man das erstmal ausleuchten und so weiter. Dann verschwert es wirklich einen die Arbeit. Ja, blödes Wetter, muss man wirklich mal dazu sagen. Finde ich jetzt nicht so schön und angebracht. Aber man kann es ja nicht ändern. So ist das halt.
Wir machen die Arbeit natürlich trotzdem gerne, auch wenn es nur freiwillig ist, ja, also Feuerwehr ist Feuerwehr. Daran kann man nichts ändern, es macht Spaß, egal bei welchem Wetter. Das muss man gesagt haben dazu. So, RW1 am Einsatzort eingetroffen. So, den platziere ich mal am besten genau mit dem Heck zum LKW. So, auch hier öffne ich erstmal die Gerätefächer und dann kommt auch schon das nächste Fahrzeug. So, das geht immer ein bisschen langsamer auf, aber ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Hauptsache, sie öffnen sich und unsere Kameraden können die Ausrüstungsgegenstände aus den RW holen. Na, jetzt geht's doch nicht auf. Was ist denn jetzt los hier? Sag mal, jetzt geht das hin und her. Ich muss, glaube ich, ein bisschen Abstand halten, bevor ich alle jetzt zu 100% öffnen kann. So, okay. Alle Gerätefächer geöffnet. Das nächste Fahrzeug, das jetzt ausrückt, ist unser Löschgruppenfahrzeug 1. LF1 zurück zum Einsatzort aus. Also das Wetter, liebe Leute, es wird einfach nicht besser. Das gefällt mir jetzt ganz und gar nicht. Es wird eher immer schlimmer. Ich wünsche mir schon echt wieder den Sommer. So welche Bedingungen möchte man sehr ungern haben. Und gerade wir als Helfer sollten das gar nicht haben. Oder gebrauchen. Ist einfach nur schlimm. LF1 am Einsatzort eingetroffen. So, dieses Fahrzeug platziere ich einfach mal vor dem HLF. In einer Reihe aufgelistet. Dann öffne ich auch noch hier liebend gerne die Gerätefächer, die natürlich 3D-artig sind. Also das mag ich wirklich am besten. Das sieht sowas von richtig, richtig nice aus. So, und kommen wir nun zum vorletzten Fahrzeug, liebe Leute. Das ist ein Neuansteiger. Unser WLF der Freiwilligen Feuerwehr Rally. Das WLF 1, der WLF 1, rückt zum Einsatzort aus. Kaum rede ich so oft über das Wetter, ist es auf einmal knallig sonnig. Das gibt's ja gar nicht. Tja, das muss man wirklich nicht verstehen, liebe Leute. Naja. Ein Glück ist das jetzt positiv. Richtig schön klar, das Wetter. Wechselladerfahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Das platziere ich genau neben den RW. Und werde gleich die mobile Einsatzleitung ablassen. Muss ich kurz mal schauen, wie ich das jetzt machen werde. Ich werde es genau hier ablassen. So, dann lassen wir mal die Einsatzleitung ab. Und warten auf weitere Informationen zu diesem Einsatz. So, dann einmal abmachen. Den Haken wieder nach oben. Und dann platziere ich erstmal das Fahrzeug an der Seite. So,
Und, liebe Leute, natürlich, was brauchen wir jetzt noch? Es ist ganz klar, wir brauchen jetzt noch einen RTW. Natürlich brauchen wir vielleicht auch mehrere, aber ich habe jetzt leider nur einen hier im Krankenhaus stationiert. Das sollte eigentlich auch reichen. Rettungswagen 1 zurück zum Einsatzort aus. Also hoffe ich einfach mal, dass ich jetzt hier richtig gut wieder rauskomme, denn er rast wirklich ganz schön los. Das muss man dazu gesagt haben. Ja, und gerade hier die schmalen Straßen machen es wirklich sehr, sehr kompliziert, immer diesen RTW erstmal aus dem Krankenhaus zu bekommen. Da kann man sich auch schon wirklich sehr, sehr schnell festhängen. Also das möchte man eigentlich gar nicht. Das wäre auch ein bisschen peinlich, gerade in einem Let's Play oder einer Aufnahme für YouTube, wenn man sich auf einmal festhängt. Nee, das möchte man einfach nicht. Naja, okay. Rettungswagen 1 am Einsatzort eingetroffen. So, den platziere ich jetzt einfach mit dem Heck zur Einsatzleitung und stelle diesen einfach hier ab. So, ich hatte natürlich auch noch vergessen, das Fahrzeug zu holen, genau. Den Polizeiwagen. Also ich habe jetzt die ganze Zeit auf die Feuerwehr nur geachtet, aber habe im Ganzen das Polizeifahrzeug vergessen, den Funkstreifenwagen. Ja, der rückt jetzt auch noch zum Einsatzort aus und begibt sich zum Einsatzort. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Das war knapp. Da habe ich beinahe einen Unfall gebaut. Funkstreifenwagen 1 am Einsatzort eingetroffen. Ich werde mit diesen einfach mal ein bisschen hier die Straße absperren. Nur um zu sicher zu gehen, dass der Verkehr erstmal geregelt ist. Dazu brauchen wir natürlich auch die Polizei. Die hätte ich eigentlich auch zum guten Anfang auch mit herbringen können. Aber wie gesagt, ich habe mich gerade so auf die Feuerwehr konzentriert. Von daher habe ich den jetzt ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber er ist am Einsatzort eingetroffen und wir sind damit durch. Der Fahrer wurde versorgt, zum Glück ist er nicht schwerstens verletzt, er hat bloß ein paar Schramm von sich getragen von diesem Unglück. Die Chemikalien sind beseitigt, es sind ein paar Tropfen ausgelaufen, nur also da haben wir wirklich noch sehr, sehr Glück gehabt. Ja, der LKW und der Anhänger wird demnächst noch von der örtlichen Abschleppgemeinschaft oder Gewerkschaft abgeholt und dann können wir auch wieder abrücken. Das war's, es wird auch schon wieder sehr, sehr dunkel und das Wetter wird, glaube ich, auch schlechter, sind über dunkle Wolken. Also heute geht es wirklich nur um das Wetter. Aber bevor ich es noch vergesse, liebe Leute, ich habe ja ein neues Fahrzeug. Das ist der WLF, warum sage ich mal das? Das Wechselladerfahrzeug, das ist die mobile Einsatzleitung. Hier sind zwei Maps, dann hatten wir hier richtig viele Monitore, Laptops, Sitze aus einem Traktor. Ja, genau. Naja, muss man mal haben, ne? Funkgerät natürlich, Feuerlöscher. Also richtig klasse Ding auf jeden Fall. Das gehört natürlich dazu, also ich wollte heute einfach nur mal diesen Container euch zeigen und demonstrieren, was man damit machen kann, ob man da reingehen kann oder nicht. Und ja, es hat eigentlich ganz gut gepasst zu diesem Einsatz, zu dieser Einsatzart, Gefahrengut-Einsatz. Und ja, Leute, das soll es gewesen sein für eine neue Folge von den Landwirtschaftssimulator 17 Feuerwehr. Wenn euch diese Video gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar freuen und über einen Daumen natürlich auch. Abonnieren dürft ihr mich auch, keine Frage, ja. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen oder einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.